Ja, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, dem Volt Slicer EP von Shaik den Kumpel. Mal wieder ein Bionicle Let's Play. Diesmal wahrscheinlich ein ziemlich langes, kann ich euch versprechen, und wahrscheinlich auch ein ziemlich, naja, langweiliges. Weil es ist wohl ja nur Online-Game. Wieso langweilig? Naja, das Spiel war für mich damals nicht so der Brüller. Aber ich möchte heute Abend um 1.07 Uhr versuchen, dieses Spiel wieder mal zu spielen. Und wer weiß, vielleicht reut es mich dann, dass ich das Spiel damals nicht zu Ende gespielt habe. Ich habe damals bis zu Wesok durchgespielt. Und dann habe ich aufgehört, weil ich Wesok nicht gefunden habe. Ich habe nie Wesok gefunden. Ich habe Doc und Rydak besiegt, glaube ich, aber Wesok habe ich nie gefunden. Ja, und wir werden jetzt mal anfangen. Ich habe mich bei Biomedia Project angemeldet mit meinem Login, weil sonst speichert sich das Spiel nicht. So, wir legen gleich mal los. Ja, ich will ein neues erstellen. Jetzt haben wir hier die Auswahl der ganzen Tuenika. Tor der Erde, Tor des Steins, Tor der Luft, Tor des Feuers, Tor des Eises, Tor des Wassers. Nun, Paro ist ja der, den ich morgen kriege. Soll ich? Nee, komm, wir spielen Jalla. So mein Element, Feuer. Das ist auch mein eigentliches Element. Als Mensch ist das Feuer. So. Dann ist jetzt hier Geran. Und der sagt uns was. Welcome, I'm Geran, one of the last three Maturan of Oyanui. We have been waiting for you for a long time. Toa, but are you truly a Toa hero? I must ask you questions and learn the truth. Do you know why you are here? Ja, der fragt uns jetzt deshalb aus, weil die Perake ja hier waren. Und die haben sich ja schon mal als Toa ausgegeben. Deswegen muss er auf Nummer sicher gehen. So, ich bin hier wegen den Maturanern. Very good. Do you know where you are? Ich bin auf der Insel. Mal wo er nur. Ich suche die Maske des Lebens. Ja, warum? Und dann. You are not the only one who seeks the Mask of Life. Toa. Woyanui has been invaded. The evil Paraka have enslaved most of our people to use in their hunt for the mask. We know of six Rydak, Tok, Hakan, Wesok, Avak and Zaktan. They squabble and shriem against each other. But any one Paraka is a match for a 100 Maturan. And when they combine their abilities, they are strongest still. I do not think that even a Toa can face this monster unaided. I can make something that will help you in your battles, but I will need 5 pieces of ice metal to craft it. You can find them on Rahi Salt Ice Governor. That nest in the north of here. But beware, the governor will not give up the metal without a fight. Jo, jetzt hat er uns quasi eine Quest gegeben. Und diese Quest kann man sich hier im anschauen. Ja, Entry of the Lagoon. Garen needs ice metal pieces. Bring him back 5 ice metal pieces be fighting governor. Fight some ice Rahi. Bring Garen 5 more metal pieces. Ja, das müssen wir jetzt tun. Jetzt, man könnte sagen, es ist ein MMO. Ist ja wirklich so, nur dass es halt kein Multiplayer hat. Es wurde halt online, das konnte man damit 2006 spielen. Da ist so ein Eisgaffner jetzt. Jetzt habe ich die Möglichkeit hier zu laufen. Und das Laufen verbraucht hier Movement Points. Also ich kann mich nur eine gewisse Strecke bewegen. Da ist meine Lebensenergie und da sind meine Action Points, die ich zum Angreifen brauche. Hier zum Beispiel, jetzt habe ich hier Feuer, einen Feuermove. Ups, die rechte Maus, diese brauche ich hier gar nicht. Und mit dem kann ich jetzt so einen Feuerball schießen. Boom! So, und jetzt habe ich den besiegt. Jetzt habe ich dafür Erfahrungspunkte gekriegt. Und ein Eismetallteil. Das, was der Geran ja braucht. Falls ich irgendwas mal falsch irgendwie übersetze, wenn ich es kurz mal so sage, dann tut es mir leid. Ja, leveln können wir ruhig. Hauen wir den Gaffner hier weg. Ja, super. Ich hasse so Spiele mit Reichweite eigentlich. Weil man denn jedes Mal irgendwie richtig stehen muss, dass man die treffen kann. Wo dann teilweise auch wieder die Logik ist, wieso. Au, Wassergaffner, scheiße, verpiss dich. Und tot. Wenn man. So, jetzt habe ich, glaube ich, ein Level Up, ja. Hier sind die Items, die ich brauche. Hier Ice Metal Pieces. Die brauchen wir ja. Jetzt habe ich ein Level Up bekommen. Und das kann ich jetzt skillen. Ich mache jetzt einfach mal auf Angriff. So.
Das ist auch wichtig, das Leveln, dass man dann ordentlich... wieso mache ich immer Rechtsklick? So, wir müssen auf jeden Fall in der Eisregion bleiben. Was ich sehr toll finde, ist die Musik. Die ist wirklich sehr gut. Nur was mich an dem Spiel leider sehr... Ah, wait on your turn. Ich bin doch dran. What the fuck? Da stand gerade, dass der Gegner dran ist. Also, dass ich nicht am Zug bin. What the fuck? Im sinnvollsten ist, wenn man zu den Gaffnern hingeht. Wenn man nämlich gleich auf sie draufklickt, dann kann man ewig laufen, bis man sie überhaupt mal angreifen kann. Was, wait on your turn? Halt die Klappe. Ich bin dran. So, tot. Ich weiß auch nicht, was das Spiel hat. Ja, warum finde ich es denn so langweilig an sich? Das liegt daran, dass das Spiel, das ganze Spiel lang so ist. Gut, Bionic Heroes, das war witzig. Da muss man immer Lego-Teile sammeln und sowas. Und sammeln ist mein Spezialgebiet in Spielen. Aber das hier, das habe ich damals nie zu Ende gespielt. Hier sehen wir auch immer, wo wir hin müssen. Hier sind die Eisreihe, wo wir sind. Und wir sind da auch, weil dieses Rote, was da leuchtet, ist normalerweise unser Punkt. Da ist Gelran, zu dem wir dann später wieder hin müssen. So, hier ist die Quest. Wir haben jetzt 4. Ja. Es ist an sich gar nicht mal so schlecht. Also die Idee, dass man ein MMO macht von Bionicle, aber ups, jetzt habe ich... Ach. Man kann natürlich, wenn man den Zug beendet, hier gleich drauf drücken, dann ist der Zug beendet. Ich habe das Spiel, wie gesagt, nie durchgespielt. Ich habe mal bei einem Walkthrough bei jemand gesehen, der hat Weson den Endboss gemacht und der saß da eine ganze Stunde an diesem Boss. Und dann denke ich mir, what the fuck? Eine ganze Stunde an diesem einen blöden Boss da. Da, Light Attack, Grace of Ice. Jetzt habe ich Schuhe bekommen. Also so Teile. Und die bringen dann auch immer verbesserte Werte. Hier Movement Point 1, also ich werde schneller. Also ich bekomme hier Movement Point. Das heißt, ich kann dann einen Schritt mehr laufen. Das habe ich damals auch nie verstanden, diese Stats da. Und hier sind dann auch Resistenzen Bonus. Da Eis, von Eis werde ich am meisten geschützt. Gut, das sind ja auch Eisdinger. Die kann ich jetzt hier anziehen. Und dann wirkt das jetzt. Jetzt habe ich 4 Punkte hier. Ist natürlich praktisch. Das finde ich cool, dass man sich so hochskillen kann an sich. Ich level noch ein bisschen. Komm her, du. Ich sehe ihn jetzt zwar nicht. Deswegen stand das, weil das Spiel da nicht... Wo ist der Gegner? Das ist so... Kann man nicht... Man konnte doch... Konnte man nicht hier... Da ist er. Genau. Das ist praktisch. Dann mache ich das lieber so, dass die Charaktere transparent sind. Weil dann sehe ich die. Dann sehe ich das nämlich besser. Da, jetzt bin ich transparent. Ist nämlich echt praktisch, weil dann weiß man wenigstens, wo der Gegner steht. Mann, die echte Maustaste wird in diesem Spiel nicht gebraucht. Das ist ein Steingaffner, glaube ich, oder? Ne, Erdgaffner. Komisch, wieso in der Erde? Der ist doch braun. Normal hauen geht nicht. Das geht aus irgendeinem Grund nicht. Keine Ahnung. Gruppe bei Junkios kommt auch nur. Und er ist down. Weil einer hat in den Kommentaren, habe ich gelesen, gefragt, ob wir mal ein Let's Play oder ein Video zu diesem Spiel machen. Und ich habe dann einfach gedacht, ja komm, ich glaube, sowas mache ich. Um diesenjenigen einfach mal nicht zu enttäuschen. Hallo Mann. Auch wenn ich selber von dem Spiel nicht ganz so zufrieden war. Mich hat's einfach nicht so interessiert. Es war einfach, ich habe es gespielt. Und boah, wie kann ich Befehle wieder abbrechen? Okay, einfach zum Beispiel, wenn ich auf den Tor klicke. Weil es ist das ganze Spiel lang so. Und die Musik zum Beispiel, die Kampfmusik, die bleibt immer gleich. Und solche Sachen, das hat mich wirklich so gestört. Und das mit der Reichweite hat halt immer so genervt und sowas. Also gab einzelne Gründe, warum mich das einfach so gestört hat. So, Light Attack Armor Earth. Das bringt einen Action Point. Habe ich die höhere Chance. Das ist so ein Poatu-Körper. Dann habe ich eine höhere Chance, dass ich wieder angreifen kann. Ah, ich habe jetzt hier so Kristalle bekommen. Die bringen mir, glaube ich, an sich nichts. Ne? Nicht wirklich. Die kann ich auch nicht skillen. Nee. Das geht nur mit. Okay, na, Ausrüstung. So, jetzt müssen wir zu Geran zurück. Ups, das war nicht hier. Das war nicht hier. Da. So, ich bin jetzt ganz am Rand von Voyanui. Aber ich finde die Idee, wie schon gesagt, sehr cool, dass man so eine Art MMO gemacht hat. Wäre es online gewesen, wäre es noch ein bisschen krasser gewesen. Weil ich meine, dann hätte man einfach zusammen so herumlaufen können. Das wäre dann bestimmt witzig gewesen noch. Aber so allein?
das durchgehend? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Desert Bay hier wird ab und zu mal fortgesetzt. Weil ich weiß sowieso an manchen Stellen sowieso nicht weiter, weil ich... Viele Stellen sind von mir für mich einfach blind. Viele Stellen habe ich jetzt Kind noch herausgefunden. Aber das ist auf jeden Fall kein Hauptdisplay. Das wird ab und zu mal fortgesetzt, wie schon gesagt. Das mache ich ab und zu mal weiter, wenn ich Lust habe. Okay, da bringt genau dasselbe, dass ich da mehr von Wasser geschützt bin. Also können wir den Eisding auch gleich... Wieso rennt mein Tor jetzt nicht? Ich glaube, der rennt nur, wenn es zu weit weg ist. Ja, dann rennt er. Oh! Jetzt hat mich dieser Eis... Oh, okay. Wasserspeer, Moment. Mit dem konnte man doch, glaube ich, noch zusätzlich hauen. Da man kann auch zusätzliche Waffen ausrüsten. Ja, jetzt habe ich den hier. Und jetzt kann ich mit dem zusätzlich angreifen. Ich glaube, gegen Wassergaffner bringt es wahrscheinlich nicht viel. Da, jetzt hat mein Jalla auch die Waffe in der Hand. Okay, er ist schon tot. Das ist so der Standard-Move da. Das Special Toa Fire, das ist so ziemlich der Standard-Skill. War das nicht so... Ja, da musste man... Oh, da musste man so am Rand stehen. Vielleicht versteht ihr es, warum. Ich mag das nicht. Das, diese Reichweite-Scheiße, das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Ich mag das nicht, wenn es so MMO-like ist und man hat dann noch so Reichweite. Zum Beispiel, jetzt kann ich den noch so hauen. Bam! Aber ich bin kein Freund von sowas. Also überhaupt nicht. Aber ich versuche es trotzdem für euch einigermaßen durchzuzocken. Zumindest so weit es geht. Wenn irgendwann die Zeit kommt, wo ich dann sage, okay, ich habe so keine Lust mehr, dann werde ich euch definitiv sagen, schau, weil ob es wirklich hundertprozentig durchgezockt wird von mir, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt auch irgendwann die Zeit, wo ich es dann tatsächlich hundertprozentig durchspiele. Vielleicht schaffen wir das auch, ich weiß es nicht. Weil ich werde es ganz sicher nicht direkt abbrechen. Das verspreche ich euch. Ich versuche es wirklich so weit wie möglich zu spielen. Und ich sammle jetzt gerade 10.000 XP, weil ich merke, dass mir das bestimmt später noch sehr nützlich sein wird. Deswegen töte ich die jetzt einfach alle. Wie lange brauche ich denn bis Level 2? Ich bin schon Level 3. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, machen wir mal Defense. Einfach, dass wir mehr aushalten. Das bringt dann, glaube ich, auch Energy. Hey, du blöder Gaffner da. Nimm das. Bäm. Nur weil ich zu viel drücke. Und er ist tot. Man macht auch mehr Schaden, wenn man ein Level abkommt, ist natürlich klar. So, da ist Garen, der ist natürlich auch durchsichtig. So, hier wird's schön. You have collected all the ice metal that we need. Unfortunately, I have lost the equipment that I need to craft it. Er hat's verloren. Er hat die Ausrüstung verloren, um es zu bauen. Warum hat er mir nicht gleich gesagt, dass ich die Ausrüstung gleich holen soll? When I was scouting near the Protodermis Lake, a wild Burnak surprised me and chased me off before I could collect my tools. You must defeat the Burnak and bring back anything you can find. Then I will explain what we must do next. Ja, also er sagt mir dann halt immer die Quests, das ist sehr praktisch. So, ich muss zum Protodermis See. Okay, da sind wir eh schon. Da, ja, also nach rechts. Da bei diesen Lego-Steinen kann man immer hinlaufen. Das ist immer die Richtung, die man gehen kann. Ich habe mir zum Beispiel immer gewünscht, die Lava-Region zu erreichen. Aber ich habe es eh mal in Bionic Heroes erwähnt, dass die, glaube ich, zum Schluss kommt. Weil da ist ja auch dann die Kammer des Lebens später. Mit dem Vulkan da oder so. Also zumindest in der Nähe ist sie da, glaube ich. Da friss. Mann. Greif ihn doch einfach an. So, und nimm das. Besiegt. Yeah. Experience. Weiß ich hier irgendwo. Also ein Teil des Spiels... Oh, da ist er, der See. Das ist der See. Da ist ein Burnak. Da ist er. Hey, du Sack. Der ist jetzt ein bisschen stärker. Von denen gibt es auch mehrere im Spiel. So, ihr seht, der hält ein bisschen mehr aus. So, ich muss jetzt hier... So, genau. Dann kann ich ihm nochmal einen Schaden zufügen. Jetzt habe ich ihn weggehauen. Okay. Kommt er jetzt noch zu mir? Ja, greift mich gar nicht an. Ja, man muss halt so ein bisschen strategisch denken. Oh! Der konnte mich sogar noch treffen, der Sack. Kann ich ihn treffen? Nein. Das ist so nervig, dass diese blöde Reichweite-Geschichte da. Nimm das! Was heißt eigentlich ein RP? Das wird
was da immer steht. Das habe ich nie verstanden, auch schon früher nicht. Es zieht mir keinen Laufpunkt ab. Auf jeden Fall nicht. 2 RP. Was? Minus 2 RP? Hä? Naja, okay. Er ist tot. Nee, Action Points nicht, dann wäre es AP. Da steht RP. Garen's Equipment. Ja, ich habe sein Zeug wieder. Bring to Garen. Ja, ja. Bring einmal Garen's Equipment. Ich hab's ja. So, die Viecher respawnen übrigens. Oh. Genau das meine ich. Wenn man ihn anklickt, dann kannst du jedes Mal den Boss schon, den Kampf schon beginnen. Und nimm das. 40 Erfahrungspunkte. Komm, ich besieg den auch noch. Ja, die tun einem an sich ja nichts. Es sei denn, ja, es sei denn, was passiert das? Der rennt auf mich zu. Nimm das. Nimm das. Er ist tot. Naja, ich glaube nicht, dass ein Vieh so klingt. Reitak wahrscheinlich eher oder so. Hey, Governor. Er ist so ein Stinker, so ein Stinker. So ein verdammter Stinker. Mit einem scheiß Hitpoint hat er überlebt. Boah, die bringen 70, die Wasser. Okay, da ist er, da drüben. Jalaren. Da ist Garen. Hallo. Ich hab dein Zeugs. Hier, bitteschön. When the Piraka came, I hid some supplies nearby before we can join the other three Maturan at the fortress. We will need to go retrieve them. But the area is too dangerous for me to travel. Please go to the stone heaps and dig up the two metal fragments that are buried there. I will need them to craft protection. When you have found them, bring them back here. Alles klar. So, bring one heavy metal fragment. Little metal fragment. Ich weiß also... Das ist auch so eine Sache. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Ah, das war doch hier bei diesen Steinen hier, oder? Genau, und jetzt muss ich hier Dig the Ground machen. Ja, genau. Man muss bei diesen Steinen hier gucken. Steht es nicht da, wo man genau hin muss? Lighthouse Area. Was soll das heißen? Lighthouse Area? Ist das der Strand? Near the Lighthouse Area. Vielleicht der Strand. Da ist nochmal was. Wahrscheinlich ist der Strand damit gemeint, schätze ich jetzt immer so. Ah, tatsächlich, wir haben es. Sehr schön. Also ihr seht, manche Quests sind kurz, manche länger. Gibt es noch ganz viele zu machen später. Ja, bitteschön. Now we can join the others. Voyanui swarms with dangerous creatures. Even Atoa cannot fight them all at once. You should practice the technique of diversion. By droning an enemy's attention, you can lead it away from its group and overpower it alone. Let us travel into the jungle together. Look at your map. I will point out our destination. When you are ready to leave, tell me. Also, okay, jetzt muss ich ihm... Okay, let's go. So, jetzt folgt er mir. Jetzt folgt Garen mir. Und jetzt... Okay, da müssen wir hin. Garen ist übrigens ja auch der Anführer des Maturaner Widerstands. Wieso drücke ich immer Rechtsklick? Brauche ich ja gar nicht. Gut, ich bin das aus Strategiespielen gewöhnt, dass man Rechtsklick macht. Komm, ich will den töten. Ah ja, Garen läuft dann immer weg, wenn man kämpft. Uah! Jetzt habe ich den dümmsten Shit wieder gemacht, den es gibt. Nimm das. Tank it. So, und zurücklaufen. Damit er mich nicht treffen kann. Jetzt läuft er extra noch weiter weg. Was war ein Wichser. Komm zurück hier, du Pisser. Jetzt läuft er. Komm schon her. Ich mag so ein Gesicht wie dich nicht. Du bist so eine Nervensäge. Ich töte dich. Und er ist tot. Oh je. Ich will den töten. So ein Arschgesicht, so ein Arschgesicht, so ein Arschgesicht. So ein verdammtes Arschgesicht. Nee, nee, nee. Stimmt, da gab es doch diesen einen Affen da, der einen nie vorbeigelassen hat. Wo ich immer gestorben bin früher als Kind, weil ich nie wusste, wie ich den besiegen soll. Und dann habe ich ganz einfach gecheckt, wie das geht.
Man muss den, glaube ich, nur so anlocken, dass der rüberkommen soll. Aber man muss nicht gegen ihn kämpfen. Das war, glaube ich, der Witz dahinter. Nimm das! Jenny! Jetzt hat er einfach mit einem KP wieder überlebt. Verpiss dich. Dankeschön. So, Erfahrungspunkte sind wichtig. Deswegen tue ich es einfach. Okay, wir sind Level 4. Oh, ja, stimmt, wir haben ja noch eine Maske. Range haben wir. Ja, Reichweite, das will ich. So, Dankeschön. Plus 3 Range. Nee. Ach komm, besiegen wir die. XP können wir gut gebrauchen. Sollten wir auch, weil ich meine, in so Spielen ist Leveln alles. Und tot. Und vor allem, das Leveln dauert bei den Gavners ja nicht lange. Die sind ja schnell besiegt, wie ihr seht. Darf ich den jetzt angreifen, bitte? Okay, er ist tot. Manchmal sind die sofort tot, wenn ich kritte. Ich glaube, ich muss einfach nur geradeaus, glaube ich. Ja, ja, jetzt bin ich gleich da. Ich glaube, nach der Area hier, da. Wie Geran immer wegläuft zum Rand, damit er nicht angegriffen wird. Statt, dass er mir hilft. Vor allem ist er doch... Der gehört doch zu einem Widerstand. Dann will er doch kämpfen. Wieso rennt er dann weg? Verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Sind dem die Viecher zu aggressiv oder was? Das sind doch bloß ein paar Rahi. Von dem Paraka wegzurennen, das wäre normal. Aber von denen... Weiß ich nicht. Genau, jetzt kommt das. Hier. Hier ist dieser Affe. Distract the blocking lava ape and escort Geran to the district. Genau, jetzt sagt er mir, glaube ich, dass ich das machen muss. We are here, but look, a Rahi beast guards the trunk bridge. You must create a diversion to draw the beast in your direction. When he becomes distracted, we will run as fast as possible to the outer woods. Remember, the greater a diversion that you create, the future way will be seen by enemies. Ja, das ist der Witz. Man muss ihn nur anlocken, damit er rüberkommt. Und zwar... Ich glaube, das war... Das so, ja. Okay, er kommt nicht. Ah doch, jetzt kommt er. Okay, und jetzt schnell rüber. Das war der Witz. Man muss ihn nur rüberlocken. Gegen ihn zu kämpfen ist eigentlich totaler Selbstmord. Das weiß ich noch. Ah, da ist so ein... Spinnvieh. Rock Usal. Oh, ein Usal-Krebs. An die kann ich mich noch erinnern. So, Geran, was ist zu tun? Ich kann nicht mit ihm reden. So. Achso, wir müssen zur Jungle Island. Also nach oben. Dann war der Weg ja eigentlich falsch. Dann müssen wir ja nach oben. So, wir laufen jetzt hier lang. Ich weiß nicht, wie stark die hier sind. Okay, ist so ein Gaffner. Und ein Burnax und Erdburnax diesmal. Nimm das! Und wir sind so cool und besiegen sie. Erdburnax. Hallo. Let defeat them piece of shit. I must defeat you, you stupid man. I hate you so much, you stupid man. Down. 80, wow. Ah, da steht die Erfahrung. Ja, wir haben Squalt. Sind wir bald wieder ein Level up. Was ist da eigentlich? Ist da was drin? Gerammt wir meinen. You find an item. Water Launcher. Okay. Ein Wasserwerfer. Holy shit. Okay. Okay, der kann Wasser verschießen. An den kann ich mich, glaube ich, nicht erinnern. Okay, hier sind jetzt wieder Eiskreaturen. Jetzt sind wir vorbeigelaufen. Ah, zurück. Komm, Geran, zurück. Dann war es da. Hier und da hoch. Na, ich will die Krabbe mal töten hier. Wie fällt denn du? Boah, 217, Alter. Mist, ja sicher, ich hab schon verfehlt. Hä, schon wieder verfehlt. Genau das hasse ich so in dem Spiel. Man verfehlt dann dauernd. Sicher, ich habe schlecht geskillt am Anfang des Spiels. Da kann ich ja schon so viel falsch machen. Schon wieder Miss. Was soll denn der Quatsch? Wieso macht die Ursa-Krabbe Wasserschaden? Die hat doch gerade Wasserschaden gemacht. Ja, voll getroffen.
Bam. Ja, sicher wieder Miss. Warum Miss? Dieses... Wow, der Wasserwerfer hat's ja voll gebracht, ey. Der trifft ja gar nicht. Ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Ich krieg das Viech nicht down. Es ist unglaublich. Ich krieg es nicht down. Ich glaube, wenn man einen Kampf verliert, dann war's das. Aua. Okay, wenn solange sie mich nicht wieder so krittet, die... Wieso treffe ich das Scheißteil nicht? Hä? Warum immer Miss? Ich treffe das Vieh doch voll Kanne und trotzdem Miss. Okay, das Vieh ist definitiv noch zu stark. Okay, getroffen. Ja, jetzt kann ich nicht vorbei, weil das blöde Vieh im Weg steht. Geran, du könntest mir auch helfen. Aber nein, du Wichser, hilfst mir nicht. Jetzt ist er wieder Miss, obwohl ich vor der Nase stehe. Wieso vor der Nase? Dann kannst du, du musst es doch treffen. Miss! Miss! Also, kann ich nicht abbrechen? Oh, ich kann abbrechen. Ja, wunderbar. Zum Glück, ey. Das hätte ich nicht geschafft. Die Krabbe ist viel zu stark. Okay, ich muss mit Geran reden. Wo bist du denn? Ah, kommt jetzt nicht gleich Rydak? Blöds Drecksteil. Well, well done, Tor, but there's plenty left to do. Are you ready? Yeti. Zu viel gebracht. Ah, oh, ich sehe es kommen. Du planst irgendwas. Hallo? What the fuck?